Dankeschön. Beutel. Nur vier? Beine? Ja, ich konnte insgesamt nur 8 machen. Okay. Alex, was machst du hier? Ich will nicht mit diesen Irren hier alleine sein. Ja, ich dachte mir schon, die kommen hier rein. Gruselig, ne? Will mir einer helfen? Ist dahinter nicht der Ausgang? Das sind Spinte. Hier ist jemand Sledgehammer, geht der Scheiß schnell. Ich hab eine Bleitrophäe, schwarzer Cowboyhut, blaues Sweatshirt, keine Ahnung, ich lass mal drin. Hier ist ein Cowboy-Hut, den nehme ich mit. Oder da ist so ein Messteil und ein Holzrahmen und elektronische Komponenten. Also war nichts Ausrüstbares da. Aber alles mitgenommen. Ein Messschieber haben wir auch. Alex, willst du den Cowboy-Hut und so weiter haben? Alex? Ich hab einen Cowboy-Hut. Oh, okay. Ja, ich sehe fast nichts. Keine. Hier wollen wir jetzt bleiben, was wenn wir verhungern? Erstmal, den nächsten Tag gehen wir weiter. Nicht rennen, Alex, sonst sehen sie dich. Hä, ich renne nach dem Haus. Ja, und? Die hören das. Die hören das. Ja. Na, wenn Stick gegen die Tür knüppelt, nicht. Doch auch. Aber du hast ja die ganze Zeit gegen geknüppelt, deswegen war es eigentlich egal. Zum Glück sind hier noch keiner. Helf mir mal. Was willst du damit? Alter. Kaputt machen, damit das Haus einbricht. Das bricht nicht ein. Wow. Da musst du die ganzen Wände abbauen. Was, wenn du ein Stück übrig lässt? Wird nur ein Teil davon abfallen. Hallo. Was machst du da? Ich bin es nicht. Das Gag-Stack. Ich hab das Loch gedichtet. Gedichtet. Abgedichtet. Das ist das Loch abgedichtet. Mhm. Was ist eklige Sound gerade so? Ja. Das ist auch abgedichtet. Das passiert, wenn man das Loch abdichtet, Beutel. So, Alter. Alter. Cutten? Wieso? Das ist ja schon langweilig, wenn wir hier nur rumrennen und warten, bis Tag wird. Ja, das ist ein Teil des Spiels. Wenn jemand uns zusieht, dann ist er sich bewusst, dass das passiert. Ich meine, Samot kann auch ein bisschen vorspülen. Spulen. Spülen? Tut mir leid, das... Spülen? Ja, er kann auch schnell das Geschirr spülen gehen. Da unten ist noch eine Fackel, wir gönnen die Fackel da. Das ist meine, die habe ich hingegangen, weil dunkel. Junge, was machst du da? Yo, what the fuck? Wo onaniert er denn? Ich will ihm zusehen. Ach, da oben, ne? Was ist das für ein Geräusch? Was war das? Silex? Silex! Ich wusste nicht, dass das funktioniert mit einem Schlag. Ich glaube, da kommt's her. Sind jetzt irgendwie was schon wieder da? Junge! Junge! Jetzt habe ich einen stylischen Cowboy-Hut. Zahnen! Mein Lebensziel ist erfüllt. Ne Beutel? Ja. Ich renne theoretisch die ganze Zeit gegen eine Wand schlagen, also gegen in der Luft. Man steigert sich doch die Athletik, oder?
Kann sein. Wie viel Leben habt ihr eigentlich beide? 25. 55. Aber ich habe mir schon meine Bandage benutzt. Ich habe meine auch schon benutzt. Hast du schon Schmerzmittelstick? Nein. Ja, ich schmeiß mal hier eine hin. Wo bist du? Ich bin hinter dir, hinter Silex. Da unten liegt's. Oh. Drogen. Alex! Ich will meine Athletik steigern. Keine Sorge, ich steig dir die Eier. Die sind irgendwie so klein und hart wie Knickknacks. Wie Knickknacks? Der alte, richtig alte Knickknacks. Boah. What the fuck, Alter? Die sind nur richtig knusprig, Alter. Nee, die sind richtig weich geworden. What? Das war ich. Oh nicht. Gott sei Dank, was hast du gemacht? Die suchen uns jetzt. Echt? Nein, Spaß. Naja, gehört haben sie es wirklich. Ja, haben sie auch. Weil sie haben uns noch nicht. Sie haben noch nicht die Witterung aufgenommen, also. Ich muss nicht. Scheiße, die hört mich. Wo ist der hin? Lol. Wieso sind wir so behindert? Ich wurde auf den. Hast du dich gerade auf ihn draufgestellt, ey? Ich weiß nicht, was ich getan habe. Hallöchen. Alter! Kommst du nicht mehr raus? Junge, das sieht echt aus, als würde der mich ausrauben. Du siehst voll aggressiv aus, Beutel. Und der Typ, Alter. Mit dem Kleingeld. Oh shit, oh fuck, jetzt ist er wütend. Er hat sein Mundtuch abgenommen. Sein Gesichtstuch. Oh, jetzt ist er wieder nett. Jetzt sieht er aus wie ein ehrlicher, netter Mensch. Oh shit, jetzt hab ich verkackt. Jetzt hab ich verkackt. Alter! Paul, du siehst mega aggressiv aus, Alter. Oh nein. Ich kann das erklären. Oh, ist Silex. Ja, das Licht ging aus. Kann das erklären. Das sieht so behindert aus mit den Münzen in deiner Hand, Alter. Nein. Der sieht gerade aus eher wie ein Pirat anstatt als ein. Er ist ein Cowboy-Pirat, Alter. Das ist ein Cowboy-Football-Spieler. Ein Football-Pirat. Ich jucke. Haben wir hier schon drin? Vorschlag haben wir incoming. Junge. Dein Geld? Oh Müll. Hier ist eine Kiste. Hier sind sogar mehrere. Ich durchsuche den leeren Pappkarton. Okay. Oh, der ist leer. Oh nein, Magnum ehrlich? Magnum Rahmen und Magnum Trommel. Neat.
Und ich glaube, ich hatte irgendwas auch mit Magnum. Magnum Griff. Ich habe noch einen Sledgehammer gefunden. Sehr schön. Noch ein Hammer? Gib mir den mal. Ja, stimmt. Ist doch dann auch mal eins. Hat's er? So, hier. Es zeigt, ich glaube, du kannst die Pads auch zusammenbauen. Oh. So, dass du schon mal ein bisschen mehr Inventarplatz hast. Wie mache ich das? Soll ich das mal zusammenbauen? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das. Du brauchst erstmal ein Buch. Ach, braucht man jetzt ein Buch dafür? Ich wusste es gar nicht mehr. Ja, stimmt doch. Ach so, okay. Ich kann mich erinnern, als ich das letzte Mal gespielt habe, gab es die Bücher schon. Ja, aber da war es mit den Waffen zusammenbauen, glaube ich, noch nicht so. Ach, hier ist noch ein komplettes Fabrikgelände. Ach, so, ja. Ach lol. Leerer ja, kleiner Mülleimer. Ich komme da runter. Das ist doch da, wo wir herkommen, oder? Echt? Ich weiß nee. Es nicht. Nee, wo? Ach ja, hier ist doch immer rumgegangen, what the fuck? Doch, stimmt, hast recht. Komm hier wieder runter. Irgendjemand von uns leidet. Ja, geht's auch runter. Oh, hier oben ist noch. Wollen wir schon. Ja, genau, hier hatten wir jetzt alles. Oh fuck. Ich brauch Wasser, Alter. Hm? Nein, ehrlich? Brauchst du was? Irgendwann eine andere Stelle, oder? Mhm. Stack, ja. Hier, ich schmeiß hier was hin. Hier liegt Wasser. Doch, das da oben ist was anderes. Stack, wo bist du? Hier. Ich hab da Wasser hingeworfen. Das ist ein leeres Glas nee, gewesen, oder? Nein, aber mein, das war, da ist Yuka-Juice, okay. Gib auch nochmal einen Silex, damit der auch noch was trinken kann. Ich hab da noch was zu trinken. Ach so, sehr gut. Dann kannst du Stack trinken. Ich hab eine Flasche Wasser. Sehr gut. Was habe ich denn jetzt noch alles? Ich kann noch mal zwei Juka Juice machen. Gib mal die Lärmflasche. Ich will super essen, ja, ne? Ja, mach ruhig, wenn du mal was. Wie macht man die Beutel? Mit diesen Juka Dings und einfach einen leeren Flasche. Flasche. Und dann kann ich auch welche machen. Sehr schön. Zwei. Weiß ich mal die Dosen Chili hier erstmal. Stimmt, das habe ich auch. Das esse ich auch nochmal. Oh, jetzt ist Tag. Wir können uns fortbewegen. Okay. Jungs, wieder einsame Spitze. Einsame Spitze, los, weiter geht's. Moment, bitte. Ich muss kurz was erledigen. Fappen? Nein. Fuck, Mann, Alter. Achso, ja, tut mir leid, deine Silex-Zeit, ne? Alter, was ist mit dir? Was sind die Zuschauer von mir denken, als ob ich jetzt fappen würde? Ich okay. Ich hänge fest. Ah, jetzt geht's. Dieses Spiel, ey. Merkt euch eine Sache. Hm? Rauchen ist ungeduldig. Ungesund. Ungeduldig? Beutel, wie viele Sledgehammer-Schläge halten die aus? Wir sind zwei. Da, wo wir wir sind draußen. Da, wo wir reingegangen sind im ja. Vortag. Wir warten da am Zaun, wo wir beim letzten Mal reingekommen sind. Ja, wir sind hier oben. Wie komm ich da hin? Hochklettern. Spring auf die Röhren. Das hört sich interessant an. Jetzt also gerade 5 Minuten ging das Rohr gesprungen, ne? Gehen wir mal in diesen Laden da, ne, Sidex? Da steht das. Ich hole mir jetzt Holz und Stein, sorry. Okay. Pass and Gas. Ich hab zwar nur Vorschlag, aber was? Das geht damit auch wahrscheinlich. Ja, hab ich Stein gekriegt? Ne, ich krieg irgendwie keinen Stein. Was ist denn Müll? Schaden du machst, ne? Nichts. Hallo Freunde. Ist das hier überall so dunkel? Oh, das Wichtigste hat Stack noch nicht genommen. Nein! Slayer! Ja, und Cash nehme ich aber mit. Oh, Papier und Dinger. Oh hier. So, nichts drin, ne? Ein leeres Glaskrug. Eine Soda-Maschine. Wie kann ich mir das nochmal kaufen? Mit was brauche ich denn das nochmal? Welches Geld? Way Price.
viel Geld habe ich eigentlich? Ah. Da kannst du. Das ist cool, ne? Das ist sick. Wie viel Geld habe ich denn? Wo sehe ich das? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, welches das zählt. Mir wurde gesagt, dass diese Jetten aus Duken Casino Dinger dafür zählen oder das alte Geld. Ich weiß es nicht. Denken wir mal das alte Geld, weil das klingt logischer. Ich habe offensichtlich zu wenig Geld, selbst für das günstigste. Wie viel Old Gold, Geld hast denn du? 4 Scheine. Ah, ich glaube, ja. Das sind 4 Dollar. Ja, 4 Dollar. I need a Dollar. A Dollar is what I need. Oh, Schraubschlüssel. Hier ist Johnny! Hier ist Johnny! Oh, Johnny, warum machst du mich verlassen? Oh, sorry, Alex. Oh, Johnny. Beutel, ich hab Kacke gefunden, wortwörtlich. Menschliche Kacke. Ja, menschliche Scheiße, ne? Weil du meintest, Pistolen sind im Klo, dann war ich so begeistert und hab reingeguckt, nein, da war nur Kacke. Ja, hol doch die Kacke raus, mein Gott, ey. Wieso? Ja, komm mal her, Alter, komm mal her, hier. Nein, ich bin jetzt gerade auf dem Dach, Alter. Ja, ehrlich? Ja. Wo, wie bist du aufs Dach gekommen? Da ist eine Leiter an der Wand. Wo denn? Ach, da, hier. Magnum Frame. Hier ist der... Komm mal her, ich zeig dir, was man mit der Scheiße machen kann. Warte, lass mich erstmal looten, Alter. Ich bin hinter dir. Looten ist das Beste. Ich geh da mal. Ich hab dich grad mit Scheiße beworfen, Alter. Ich hab's gesehen und ich hasse dich. Nee. Boah, Bolli, mein Inventar ist voll. Ja, wir müssen jetzt mal eine Base... Oh, da hinten ist ein Gefängnis! Wartet bitte. Ja, wir warten hier. Oh, Leute, du hast recht. Da müssen wir rein. Ja. Ich will das für Dings nachbauen. Das ist Walking Dead, oder wie? Ja, will ich nachspielen. Wir brauchen einen Panzer und jemanden mit einer Augenklappe. Genau. Ah, ich hab's nie gesehen. Ich bin der Governor, ich bin böse. Ich fand den Governor eigentlich nicht böse. Ich mochte den eigentlich irgendwie. Ich auch, aber der war flipsig. Der hat, ja, der, ich fand, der hatte irgendwo einen coolen Charakter eigentlich. Er war ein cooler Antagonist. Ist man nicht eigentlich, also ich bitte euch, man wird schon ein bisschen psychisch labil, wenn man in einer Zombie-Apokalypse ist. Ja, aber ja, seine eigene klar. Tochter als Zombie gefangen zu halten. Und einen Haufen Köpfe von denen in Aquarien zu sammeln. Die leben ja weiter, ne? Ja. Ja, das ist cool. Die haben sich in den Aquarien immer noch weiter bewegt. Das war ja auch, glaube ich, bei The Walking Dead erstmal Spoiler-Alarm hier bei dem Spiel, ne? Bei dem ersten Teil. Ach, meinst du bei der Telltale-Reihe? Ja, Telltale-Reihe. Da war ja, da wurde ja Clementine irgendwie gekidnappt von einem Typen, der hatte den Kopf ihrer Frau, den Kopf seiner Frau in der Handtasche gehabt. Alter. Das war richtig eklig, Alter. Und dann am Ende hast du ihn da reingedrückt. Also den Kopf in die Tasche reingedrückt. Boah. Das war pervers, Alter. Das war richtig eklig. Ich sag, Alex, übertreib mal deine Lage nicht, ey. Aber da will ich wohnen, ne? In einem Gefängnis, ne? Wir gehen auf jeden Fall rein, Alter. Das hat mega Stil. Ja. Ist so, ey. Außerdem ist das dann gleich alles gesaved. Ey, ist Alex. Von all den Walking Dead Leuten im Gefängnis, wer meinst du, wer Beutel am ähnlichst, ne?